Ja, moin Leute und herzlich willkommen zurück bei Assassin's Creed Syndicate. Und wir müssen das Haus der Gladstones erreichen. Die Mission hat ja das letzte Mal automatisch gestartet, als wir die davorige Mission, das Attentat auf unseren Freund, beendet hatten. Und wir sollen keinen Polizisten töten als Herausforderung, okay. Schauen wir mal, was uns hier passiert oder erwartet. Da war es heute Nacht. Sie müssen die Einladung mitgenommen haben. Mit dem Kind reden, ja? Okay, dann machen wir das doch mal. So. Sind hier eben zufällig zwei Kutschen vorbeigefahren? Ja, Sir. Eine mit einem Mann drin und eine mit einer Frau drin. Die haben sich getrennt. Wo ist der Mann hin? Da lang. Danke. Dankeschön. Oh, die Truhe winkt mir hier noch zu. Die nehme ich doch mal noch ganz schnell mit. Dankeschön. Oh, nee. Da geht's nicht weiter, also gehen wir wieder vorne raus. So, danke Kleines für die nette Auskunft. Mr. Gladstones Standort erreichen und dabei keinen Polizisten töten, okay. Ich schätze mal, das bezieht sich eher darauf, dass wir dort keinen Polizisten töten sollen. Ja, so eine Kutsche wäre natürlich nicht schlecht bei 500 Metern, oder? Nehmen wir doch einfach mal die hier mit. So. Perfekt. Vorsichtig, ich will hier keinen umfahren. Ups. So. Okay. Ja, ich bin jetzt schon so vorsichtig, weil ich wirklich keinen Polizisten töten will. Wobei ich nicht glaube, dass jetzt hier so viele rumlaufen, sondern eher an unserem Zielort. Mal schauen. So. Genau, ein kleines Stück ist es noch. So, hier vorne. Das ist ihre Spur. Okay, hier irgendwie links rein. Das heißt, wir steigen hier einfach mal ab. Jawohl, und hier steht schon die Kutsche. Und da sind eine Menge Polizisten, wie ich es befürchtet hatte. Mr. Gladstones Einladung stehlen. Wir haben bestimmt nichts dagegen. Und dabei keinen Polizisten töten. Und es ist Sperrgebiet, das heißt, wir müssen hier uns irgendwie anders helfen. Erstmal ganz unauffällig hier hoch. Die Lage von oben checken, so wie wir das eigentlich fast immer machen. Müssen wir mal gerade gucken, ob der sich eventuell bewegt. Ne, der steht still, okay. Ich wechsle mal da hinten hin. Das ist mir ein bisschen zu heikel, ich kenne mich ja. Wie tollpatsch ich dann bei sowas mal sein kann. Und hier sind eine Menge Polizisten. Sir, es ist mir eine Ehre. Ich danke Ihnen für Ihre Unterstützung. Ich grüße Sie, Sir William Gladstone, zu Ihren Diensten. Da stehen Polizisten, die auch durchaus ein bisschen patrouillieren. Er hat eine Mauer dazwischen. Ja, das heißt, er kann uns, glaube ich, generell nicht sehen. Wenn wir da an der Mauer vorbeigehen. Okay, komm. Runter, 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 runter. Runter, 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 runter. Runter, runter, runter. Und hier rein. Perfekt. Madam, welch haltet nach möglichem Ärger Ausschau. Ja. Okay, er bleibt genau hier stehen, das ist ungünstig. Das heißt, wir müssen uns hinter ihm herschleichen, wenn er genau da hinten ist. Die anderen hier, die glaube ich, können mich nicht sehen. Er steht still und er geht immer wieder hier rein. Eine tolle Beteiligung. Das heißt, wir könnten hier rein. Und von hier überprüfen wir das Ganze nochmal.
Denn wenn wir entdeckt werden, müssen wir Polizisten töten. Sprich, das will ich verhindern. Und hier vorne liegt schon die Einladung ganz, ganz nah. Ja, perfekt. Er steht still. Das sind eigentlich quasi nur die beiden, auf die wir achten müssen, so wie ich das sehe. Der Rest dürfte mich dann eigentlich nicht sehen. Das sieht ja schon fast nach Mr. Gladstone aus, so wie der gekleidet ist. Er dreht sich wieder um. Wundervoll. Und sobald er jetzt an mir vorbeiläuft... Was für ein fantastischer Tag. Man ist hoch erfreut, Sie zu sehen, Mr. Gladstone. Nicht so erfreut, wie ich Sie zu sehen. So, stehen. Komm. Hier wieder rein, denn da kommt schon der nächste. Mhm. Einladung gestohlen und jetzt müssen wir einfach wieder weg, denke ich mal. Also da hinten sehen wir unseren nächsten Punkt. Das machen wir aber ganz entspannt, ohne große Eile, damit wir hier bloß keinen Trouble verursachen. Ah, dann warten wir wieder, bis er weg ist und dann können wir uns hier einfach die Hauswand hochhangeln, denke ich mal. Können wir raus. Ja, hoch mit uns. Perfekt. Sehr, sehr gut. So, geil. Ja, die haben wir gestohlen. Vielleicht war ich nicht immer so feinfühlig, wie ich hätte sein können. Aber trotzdem. Und er ärgert sich immer noch ein bisschen über Ivys Kommentar, dass er so kindisch wäre. Womit Ivy vielleicht nicht ganz Unrecht hat, denn wo Jacob ist, ist meistens auch der Ärger nicht weit. Aber trotzdem lieben wir doch unseren guten alten Jacob. So. Perfekt. Und dann können wir da hinten doch einfach ganz entspannt rein. So. Ne, Händler brauchen wir nicht. Messer haben wir genug dabei. Kurz überlegt, aber wir sehen ja da unten 15 Messer. Damit kommen wir ganz gut hin. Viel mehr können wir auch gar nicht tragen, mal davon abgesehen. So, und hier vorne müssen wir gleich irgendwo rein. Dazu wird dann wahrscheinlich die Einladung gut sein. Warum jetzt immer noch oben links steht, wir sollen die Einladung stehlen, weiß ich nicht. Denn gestohlen habe ich sie ja. Hm. Kurz jucken, sorry, falls ihr das gehört habt. Mrs. Gladstone wird bewacht. Ich muss vorsichtig sein. Ach, jetzt soll ich Mrs. Warte, Gladstone sein. Ja, jetzt habe ich den Unterschied gesehen. Alles klar. Erst Mr. Gladstones und dann Mrs. Gladstones Einladung stehlen. Schön. Okay. Ja, wenn ich wüsste, welche Gelegenheit. Erstmal geht's hier hoch. Ich schätze mal. Nein, 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 der Zug fährt doch jetzt wohl nicht noch schon wieder los, oder? Die könnten wir echt gut gebrauchen jetzt. Weil der bietet wahnsinnig gute Deckung. So, und hier möchte ich eigentlich einfach nur runter. Wundervoll. So. Und bis hierhin dürfen wir uns aufhalten, ne? Okay, jetzt bin ich gespannt. Dreht sie sich um, gehen die Polizisten weg? Einen Moment, bitte. Shit, die Polizisten. Doch, sie gehen weg.
Ja. Du bist zu spät. Doch ich verzeihe dir. Mörder! Mörder! Die Mörder! Er! Ha! Sehr, sehr geil. Man sollte nicht auf den Ball der Queen ohne angemessen vorzufahren. Das hat geklappt. Das hat richtig gut geklappt. Jetzt müssen wir nur noch ihre Kutsche stehlen. Sehr geil. Die Kutsche der Gladstones nicht beschädigen. Ja, das werde ich wahrscheinlich nicht hinkriegen. Ich kenne mich ja. Wir haben hier zwei Freunde. Gut, wir entführen einfach diese Kutsche hier. Nun zu den Einladungen. Was ist das? Auf Befehl der Queen sind alle Schwerter abzugeben. Freddy wird wissen, was zu tun ist. Braves Mädchen. Ja, gut, das klappt ja schon mal ganz gut hier. Ganz ruhig. Ja, müssen wir wieder ein bisschen vorsichtig sein. Mach langsam. Oh, das schaffen wir nicht. Okay, Leute, sorry, wenn das jetzt gerade total bescheuert ist, aber die Herausforderung würde ich wohl auch ganz gerne hinkriegen. Das heißt, wir dürfen einfach nur nicht so schnell fahren. So. Uah, passt da bloß auf, Leute. Ganz ruhig. Oh, das war doch schon kurz vor einer Beschädigung, oder? So, wenn jetzt hier die größere Kutsche weg ist, könnten wir auch mal. So. So. Ach, entschuldige, ich habe gerade so Kratzen im Hals. Ich werde nämlich ein bisschen krank, habe ich das Gefühl. Blöde Erkältung. So. Und das war's. Wir haben es tatsächlich geschafft. Leute. Ah, entschuldigt. Das Kratzen war ganz schrecklich. Muss ich gerade einen Schluck trinken. Super. Und es geht direkt weiter. Kleider machen, Leute. Ja, sicher, warum nicht? Immerhin ist die Folge jetzt noch nicht ganz so groß. Oder so lang. Können wir auch direkt weitermachen. Kein Problem. Unser Lieblingsladebildschirm. Und weiter geht's. Mit Eberlein reden, ja, sicher. Hübsche Kutsche, die Sie da haben. Wo haben Sie die gekauft, wenn Sie die Frage gestatten? Fragen dürfen Sie, Freddy. Sie bekommen bloß keine Antwort. Verdammt nochmal. Waren das meine Brauen? Ja, außerdem Gesicht, Stimme und Körper. Sehen Sie, ich habe eine Einladung für den Ball der Queen heute Nacht. Wo haben Sie die her? Freddy, es wird einen Angriff geben. Ich muss ein paar Waffen hineinschmuggeln, um ihn zu verhindern. Angenommen, ich glaube Ihnen. Nur die königliche Garde trägt Waffen. Und? Ganz einfach. Meine Güte, Freddy. Gut. Ich brauche eine Gardeuniform. Fein. Ich wusste, Sie sind dabei. Versprechen Sie mir, Jacob, dass Sie Gladstones Kutsche zurückgeben. Natürlich. Oh. Bin mir nicht so sicher. Aber das könnte witzig werden. St. Martin Church erreichen. Und die liegt... Achso, genau vor uns. Ja, das war natürlich sehr gut, Banshee. Und wir müssen uns also so eine königliche Uniform besorgen. Geil. Das finde ich ja cool. Dann werden wir dann auf jeden Fall noch in den schönen Buckingham Palace kommen, so wie ich das verstanden habe. Aber erstmal die Spitze hier erreichen. Und das ist ja ganz leicht für uns. Und nach königlichen Wachen suchen. Das machen wir doch. Dafür brauchen wir natürlich erst wieder ein Ladebildschirm, klar. Ah, da hinten sind einige. Da ist ein Polizist mit dabei, das ist wahrscheinlich eher unpassend. Eine königliche Wache niederschlagen, niemanden töten. Alles klar. Wohin springen wir denn, wenn wir hier jetzt runterspringen? Na, da, alles klar. Sehr geil.
Au, das ist komplettes Sperrgebiet. Gut, dass ich das noch gesehen habe. Ja, wir markieren uns lieber erstmal alles. Stehen hier auf den Dächern welche? Nö. Oh je, wie soll ich das denn machen? Das wird witzig. Natürlich erstmal wieder aufs Dach drauf, wie wir es nicht anders kennen von mir. So, jetzt müssen wir mal so ein paar Leute hier beobachten. Wir brauchen natürlich eine, die ein paar Sekunden wirklich alleine ist, damit wir die niederschlagen können. Das hier wäre perfekt, dafür müssten wir aber den Polizisten aus dem Weg schaffen, was unsere Herausforderung wieder zum Fällen bringen würde. Ah, guck mal hier. Nee, doch nicht. Ah, es ist vielleicht zu nah, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Gucken wir uns die anderen Wachen an. Der schnellste Weg ist halt nicht immer der richtige. Und wir haben hier ja noch ein paar andere Ziele vorgegeben. So. Hier noch eine ganze Menge Wachen, die ich mir nebenbei auf jeden Fall markieren sollte. Meine Güte, werden die hier bewacht. Das ist ja unfassbar. Okay, wir haben ihn da rumrennen. Über einen offenen Platz. Da könnte man ihn jetzt niederschlagen. Ah, der kommt zu früh hinterher. Ich wüsste nicht, wie wir das hinkriegen sollten. Das ist hier eine Ecke, könnte was passieren, hä? Ja. Hier, schaut mal. Der Weg hier, der könnte reichen. Hier werden wir von nix und niemandem gesehen. Geil. Müssen wir nur Geduld haben, dass er gleich wiederkommt. Aber das ist kein Problem, denn die Zeit können wir nutzen, um uns noch mal ein bisschen umzusehen, weil wir dürfen ja jetzt auch währenddessen nicht entdeckt werden. Hier möchte ich nicht sein. So, so ist besser. Statisch. Ihm. Er sieht mich aber nicht, oder? Das wäre jetzt äußerst uncool. Nein, er dreht um. Das ist gut. Das heißt, wir können ihn hier jetzt gleich ganz entspannt eine reinwürgen, um an seine schönen Klamotten zu kommen. Echt nur beeilen. Wie ging das denn nochmal mit dem Niederschlagen? Festnehmen, also als Geisel nehmen und dann, ne? Ich glaube, so war's. Und dann haben wir ihn. Na, dann komm mal her, mein Freund. Wir sind schon richtig gute Freunde, oder? Sehr gut. Den haben wir. Charmant. Jetzt den Gardisten verstecken. Hallo. Könnte sein, dass wir jetzt gleich... Aua. Okay. Ich
Okay, in einer Kutsche verstecken. Puh. Freddy, ich bin auf dem Weg. Okay, Leute, das war äußerst knapp, aber wir haben es gut gelöst, wie ich finde. Die Rauchbomben taugen doch echt zu einer ganzen Menge in solcher Situation, wo man niemanden töten darf. Aber trotzdem loswerden möchte, wenn sie einen verfolgen. So, das heißt, wir können jetzt mit Freddy reden. Und ihm quasi unsere Sachen geben, die wir gerade erbeutet haben. So, hi. Eine Uniform, wie bestellt. Sie ist noch warm. Mein Geschenk an Sie. Wir treffen uns auf dem Dach vom Buckingham Palace. Sie sind ja so romantisch. Ja, Wahnsinn. Wir haben es geschafft und wir haben auch hier die Herausforderungen hingekriegt. Mann, das war ja eine Spitzenfolge, würde ich sagen. Super. Meister-Assassinen-Gürtel freigeschaltet. Geil. Gucken wir mal auf der Karte. Ja, jetzt würde es hier weitergehen, aber das machen wir in der nächsten Folge, denke ich mal. Wir gucken jetzt zusammen nochmal kurz hier bei den Waffen von unserem guten Jacob. Wir haben noch einige Sachen. Haben wir schon länger nicht gemacht, also dürften wir einige Sachen neu dazu bekommen haben. Hier haben wir zum Beispiel was Schönes. Haben wir eine viel stärkere Waffe. Die wir herstellen und ausrüsten. Cool. Jawohl. Okay. Und was ist mit dem Gürtel? Den wollte ich doch auch nochmal mir anschauen. War das der? Ja, Meister-Assassin-Gürtel. Oh, der wird schlechter als unserer. Okay, das ist der, den wir anhaben, ne? Genau. Krass, die sind echt schlechter. Na gut. Bei Monturen, was gibt's hier so? Ach ja, die die Ezio. Meister-Assassine erhöht den Schaden, den sie mit die Kukri anrichten. Oh, die ist natürlich auch schick. Leute, die machen wir mal, oder? Und gleich das Upgrade hinterher. Wow, da sehen wir ja richtig edel aus hier. Achso, Farben können wir daran ja, glaube ich, nicht großartig ändern. Dann haben wir die hier. Hier haben wir noch einen schönen dicken Revolver. Können wir mal so lassen. Das lassen wir auch mal alles so. Schauen wir nochmal bei Gang-Upgrades. Hier haben wir noch einiges freizuschalten. Verringert die anfängliche Gesundheit der Blighters. Die Rooks erhalten einfach geschottenes Kampftraining. Die Rooks sich mit stabileren Kutschen. Krass. Ja, machen wir doch mal die unsere Verbündeten besser. Das könnten wir jetzt ewig so fortführen. Okay, und hier hinten haben wir noch den hier. Kaufen Sie Geschäfte in der Stadt, um das Einkommen des Zugverstecks um 1000 alle 30 Minuten. Okay. Geschäftsinvestor? Kaufen Sie Geschäfte? Das heißt, wir können jetzt Geschäfte kaufen, oder was? Oder wie darf ich das jetzt verstehen? Jetzt muss ich halt einmal ranzoomen. Jetzt können wir so diese Geschäfte zum Beispiel hier kaufen, ja? Oder wie jetzt? Ich meine, mal abgesehen davon, dass wir jetzt gerade überhaupt kein Geld mehr haben, aber so wie ich das verstanden habe. Was sie brauchen. Nö. Aber Medizin brauchen wir, ne? Hm. Und wir haben kein Geld mehr, geil. Kommen Sie wieder. Okay. Ich schätze, das bezog sich einfach jetzt nur das Geschäft, dieser Skill, den wir jetzt quasi gerade gekauft hatten. Das war quasi das Geschäft, so wie ich das verstanden habe, ja. Also wir können jetzt nicht noch neuerdings hier Geschäfte kaufen. Habe ich jetzt wirklich jedenfalls so verstanden. Ich hoffe, das passt so. Ansonsten wird uns wahrscheinlich eine Menge Geld entgehen.
gucke ich einfach nochmal gleich zwischen der Folge. Ich sammle jetzt gerade mal so ein paar Truhen ein, damit ich wieder ein bisschen Geld habe und meine Ausrüstung auffüllen kann. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Danke fürs Zusehen. Lasst einen Daumen hoch da, falls es euch gefallen hat. Und dann sage ich, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.